Ihr seht, wie gesagt, wie der Busch sich dreht unter euch weg. Ihr schaut noch kurz nach unten. Euch wird ein bisschen schwindelig. Dann schaut ihr wieder nach oben zu dem Droiden, der euch mit seiner Widderkornkappe funkelnd anblickt. Es ist tatsächlich der Droide, den ihr auf der Straße getroffen habt. Das ist wieder 2 Monate her, aber er scheint euch nicht zu erkennen. Vor allem, wenn ihr dann so laut gerufen habt in seinem Wald. Aber er blickt an euch vorbei und sieht jetzt den kleinen Droiden Poltax, den kleinen Geoden Poltax. Und dann seht ihr wieder wohl die Bäume hören sich wieder aufzudrehen, der Busch hört auf sich zu drehen, ist wohl so halb im Erdreich versunken, aber er klopft nur einmal kurz mit seinem Stab auf den Boden, seht wohl, wie er barfuß dort steht und jetzt seinen Stab in Richtung von Boltax hebt. Summa Würde zum dann. Gruß. Ja, Sumo zum Großer. Nun, das hätte jetzt nicht sein müssen. Wir sind ja keine Feinde. Aber immerhin ist ja nichts passiert. Ihr lauft torkelnd durch meinen Wald, rufend, die Tiere aufschreckend und die Untoten anziehend. Ja, diese Affe von meine deiten Untoten. Aber wirklich, vielen Dank für eure Hilfe. Also, das war sehr gute Arbeit. Wirklich. Trefflich eingesetzt, das Element Eis. Das Mich muss bei ich. euch entschuldigen, kleiner Bruder. Ah, das ist schon in Ordnung. Das passiert schon mal den Besten. Ich sind eure Begleiter. Ich bin meine Begleiter. Lass den Ast los oder die Baumspitze hier mal lande auf den Füßen. Ihr müsst uns bei uns entschuldigen, nicht beim Zwerg. Rafim. Ich schaue mich mal ängstlich um, ob Rafim jetzt durchs Unterholz gestürmt kommt. Mike, wenn die Druiden sprechen. Ich hasse diesen Laden. Summa zum Gruße, sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Merkst wohl, wie er so ein Auge zusammenkneift. Ich erinnere mich. Ihr habt uns Ratschläge gegeben mit dieser Krankheit, die wir damals hatten. Ja. Es war dunkel. Und dies sind meine Wälder. Niemand möchte sie euch wegnehmen. Doch wir bemerkten etwas Interessantes in diesem Wald. Vielleicht Gefährliches. Sahen dann diese Untoten. Sie haben sich erst vor kurzem hier in meinem Wald breit gemacht und ich vertreibe sie, so wie ich auch euch vertreibe. Nun, ich habe mit den Geistern gesprochen. Sie sprachen davon, dass Sumo blutet. Eine Blutkerbe. Hast du davon gehört? Mittlerweile könnt ihr wohl hören, wie neben euch es mehrmals knackt und dann stehen urplötzlich eine ganze Rotte Wildschweine neben euch. Zählt kurz, das sind sicherlich 10 Stück. Ein riesiger Eber, der daneben steht, überragt wohl Boltax. Bleiben wir mal stehen vor euch. Carino, ich hasse diesen Laden. Ich auch. Ich würde mich an irgendeinen Baum setzen, Mann, ich bin ziemlich fertig. Nun, kleiner Bruder, mit der Blutkerbe habe ich nichts zu tun. Meine Geheimnisse sind tiefer. Verstehe. Hast du eine Idee, inwieweit wir diese Kerbe heilen können, der Sumo doch einiges zurückführen kann? Die Kerbe existiert, aber nicht in diesen Welten, sondern abseits der Sphären. Ich kann sie nicht betreten. Dann müssen wir das tun. Aber die Kerbe ist weit entfernt von hier, nicht in meinen Wäldern. Was verschlägt euch also hierher? Wir suchen nach einer Person, die offensichtlich hier sein soll. Das Er zeigt merkt uns. wohl wieder, seine Augen verengen sich wieder und er guckt euch finster an. Welche Person? Ich weiß es nicht genau. Irgendein Pendel zeigt auf diese Person. Das milanische Pendel, wisst ihr? Ja, wir sind auf der Suche nach einer Person. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob diese Person uns lebend oder tot angezeigt wird. Aber es ist eine wichtige Person. Wir möchten sie finden und sie in Sicherheit bringen. Gelebt. Sie lebt? Nun, das ist erfreulich zu hören. Zeit, dass ich euch angriff, doch
In eurer Stimme kann ich nicht herausfinden, ob ihr gut gesonnen seid. Ich verzaubere lieber zuerst und frage dann, aber wenn ich euch jetzt so sehe, eure Auren betrachte, kann ich erkennen, dass in euch keine Finsternis steckt. Folgt mir. Dreht er sich ebenso wieder um und geht einen sehr... Es ist kein Pfad, es ist Gestrüpp, was er nach Norden geht. Gucke bei, keine Finsternis in euch steckt, mal auf Raphims Arm. Ich würde mich aufrichten. Ich hasse diesen Laden. Oh. Geht das, Raphim? Vor, Voltags. Ja. Ich habe ganz fürchterliche Brustschmerzen und... Ja, das war's eigentlich. Ah, das geht vorbei. Wir werden euch sicherlich einen vertrefflichen Tee kochen können, wenn wir erst einmal dort sind, wo wir... Ja, richtig. Ich glaube nicht, wir sollten da irgendwas mit diesen Leuten annehmen. Oh, natürlich, das ist... Können wir jetzt bitte einfach da hingehen, damit ich mich hinlegen kann? Es ist mir ganz furchtbar scheißegal, wo wir hingehen, aber könnten wir einfach hier weg? Schreit nicht so, die Wildschweine werden ganz wuschig. Oh mein Gott, aber mir bitter ist Maul. Die Mira sehr neugierig gerade an einem der großen Keiler schnuppert. Ja, Schatz, das sind Wildschweine. Du bist ein Bär, das ist was anderes. Und Papa Raphim hat gerade ganz große Schmerzen, Schatz. Können wir uns da später drum kümmern? Ja, ne, das machen wir später. Ich würde meinen Bären einsammeln und diesem komischen Mann hinterherlaufen. Ich schlag einen großen Bogen um diese Wildschweine. Na, danke, liebes Wildschwein. Braves Wildschwein. Ich gehe freundlich auf die Wildschweine zu. Würde auch eins zu streicheln versuchen. Ich folge schnurstracks dem Druiden. Ihr folgt ihm wortlos. Eben dann durch das Gestrüpp in Richtung des Pendels folgen. Was wohl entweder auf ihn zeigt oder die Person, die dahinter liegt. Aber wenn ihr so geht und geht, ihr wisst nicht genau, wie spät es ist, denn es ist dunkel, die Sonne ist nicht wiedergekommen, trotz dessen, dass es aufgehört zu regnen, muss wohl schon in der Nacht sein. Um euch herum riecht es nach frischen Kräutern. Und die Bäume werden größer und größer, höher und höher und älter. Älter als die Götter. Dann steht ihr aus einer kleinen Hütte, die aus Naturstein gewachsen zu sein scheint. Vollkommen natürlich. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Das Dach ist mit Gras bewachsen und eine niedrige Tür, die hier euch empfängt. Auch aus gewachsenen Brettern sind das nicht wirklich. Ein gewachsener Baum, der hier um die Tür herum gewachsen ist. Vielleicht sind es auch Sträucher, die daran kleben. Und ihr seht, wie auf dieser sehr, sehr kleinen Lichtung 3 Personen sitzen. Eine junge Söldnerin, ein Söldner ohne Arm und ein kleines Kind in den Händen. Und es schreit. Ein kleines Baby. Kurz zum Gruße, liebe Söldner. Darf ich kurz mich hier hinsetzen? Dankeschön. Aua! 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 Wollt ihr uns nicht vorstellen, Isaon? Der Söldner schaut zu dem Druiden, schaut zu euch, wieder zum Druiden. Vagan, wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich bin Raphim und ich habe ganz viele Schmerzen. Entschuldigung. Das ist Fräulein von Spogelsen. Das ist Kiaras Karinor. Das ist Boltax. Und das ist Abemir. Ja, Morenes. Wir haben nichts getan. Das hat ja auch niemand gesagt. Wir interessieren euch nicht für uns, nicht für euch. Das ist richtig. Raphim, zieh dein Oberteil aus, lass mich mal deine Wunden anschauen. Ja. Ich würde anfangen, meine Rüstung da auszuziehen. Ja, also eigentlich. Du merkst wohl, dass deine Haut kalt und blau gefroren ist an der Stelle, wo dich der Splitter getroffen hat. Aber, das war zu viel Eis für heute. Nicht ganz so schlimm wie die Dämonenwunde, aber na gut, ist auch was anderes. Es sieht fast so aus, als hätte mich eine Eislanze getroffen. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Na komm, wärmen wir dich auf und ich sehe zumindest keine offensichtlichen Stellen, die genäht werden müssen oder halt ähnliches. Ja. Was ich möchte mal. Pendel zeigt auf die Söldnerin.
kurze, raspelkurze rote Haare, hübsche blaue Augen. Durchaus kriegerisch, würdest du sagen. Das Oha, ja? Ich gehe mal um sie herum und betrachte genau ihr Gesicht, ob mir das bekannt vorkommt. Du siehst wohl auch, wie sich dann der einarmige Söldner dann noch erhebt und sich feindselig dir in den Weg stellt. Wir haben nichts getan. Ja, um euch geht es ja auch gar nicht. Wir sind nicht geflohen, wenn das darum geht. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Setzt euch wieder hin, ihr seid nicht in Gefahr. Wer seid ihr? Habt ihr einen Namen, ihr beide? Ja, ich bin Cella. Ich bin Garvin. Moment, Cella, kannte ich doch. Na, du redest von Bardo und Cella, aber die sind nicht Bardo und Cella. Nein, das sehe ich ja wohl. Also. Entschuldigung, ich bin gereizt. Ich muss mich entschuldigen. Ein wenig vielleicht, aber ich entschuldige mich für Rafim, der ist eigentlich ein ganz feiner Kerl, wenn er nicht gereizt ist. Also. Nun. Verzeiht mir, warum schaut ihr mich so an, Frau Magierin? Nun, Cella, wie lange seid ihr schon hier? Seit kurz vor den namenlosen Tagen. Der Droide hat uns gefunden. Hat uns geholfen. Wobei geholfen? Das Kind zu bekommen. Und die Wunden der Schlacht zu überstehen. Große Schlacht von Werheim. Ihr habt in der Schlacht gekämpft. Ich glaube schon. Glaubt? Ja, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich bin wirklich nicht desertiert. Das müsst ihr mir glauben. Keine Sorge. Wir sind nicht hier, um Deserteure zu fragen oder ähnliches. Das will ich euch auch geraten haben. Wir sind anständige Menschen. Wir waren auch in der Schlacht und es ist verständlich, nach dieser Schlacht sind viele Emotionen hochschlagend. Sag Garvin, erinnert ihr euch an die Schlacht? Selbstverständlich. Wir haben tapfer geschritten dort, als das passierte. Gegen die Untoten und so. Lass mal auf Menschenkenntnisse würfeln, wenn du willst. Ihr dürft das alles übrigens. Ja, das bekommt das nicht so mit, aber ja, klingt ausgedacht. Also er wird wahrscheinlich desertiert sein. Das ist fair, dass er beobachtet. Was wollt ihr denn jetzt? Also, ihr seid doch... Wir suchen jemanden. Nicht euch. Mich? Nicht Nein. euch. Du bist unwichtig. Also, tut mir leid. Kontakt! Ja, es ist doch so. Das ist gemein. Wo er recht hat. Also. So, jetzt hier nochmal. Ich bin Rafim, Entschuldigung. Geras hat mir was draufgeschmiert. Jetzt geht's mir auch wieder ein bisschen besser. Ich robbel ihn währenddessen so mit der Decke die ganze Zeit warm. Oh, ja, jetzt geht's mir auch viel besser. Das ist mein Sohn Albiron, aber den sucht ihr auch nicht, oder? Ich dachte, nee. Wir wüssten. Aber ein wunderschönes Kind. Sieht top aus. Danke. Kurz vor den namenlosen Tagen ist es gekommen. Ohne Wagan wären wir jetzt nicht hier. Ja, das ist ein guter Mann. Bestimmt ein sehr guter Mann, der Herr Wagan, wenn er nicht mit Eislanzen auf einen schießt. Aber hey. Ja, das war schon sehr eindrucksvoll. Herr Wagan nickte Boltax zu. Ohne Sumos Heilkräfte hätte sie es nicht geschafft. Und das... Dann... Sie lag viele Tage im Sterben. Oh. Nun, dann ist es sehr gut, dass es dir jetzt besser geht und nun wir wenigstens eine gute Sache in diesen finsteren Landen sehen. Ich würde mal zu Isarun gehen und sie ans Ohr flüstern, das Pendel. Auf wen? Ja, ich nicke Rafim zu und deute unauffällig auf Cella. Ich schaue sie mal mit einem sehr fragenden Gesicht an. Ja, wirklich. Das? Also ihr habt einen sehr schönen... Haltet euch unauffällig.
sehr schönen Wald hier. Das muss ich euch schon lassen. Und eine, doch diese Gesteinsformation, das macht schon etwas her. Ach ja, ich kann gut verstehen, wenn ihr hier die Kräfte Sumos herabrufen konntet, um diese junge Frau zu heilen. Doch sie scheint nicht mehr zu wissen, was sie in der Schlacht gemacht hat. Das ist richtig? Das ist richtig. Wir haben ihr den Namen Chella gegeben, weil sie sich nicht mehr daran erinnert. Sie trug ein Kind unter dem Herzen und ich habe es mit Sumos Hilfe hervorgeholt. Das sind gute Nachrichten. Sie ist meine Frau. Hört ihr? Meine Frau. Ja. Kein Zweifel daran. Offensichtlich gelogen. Ach so. Menschenkenntnis, ne? Wenn ihr, ja, dann... ich hatte sieben über. Ja, also Kiaras und Rafim haben keine Ahnung, aber offensichtlich gelogen. Als ob. Schau dich doch mal an. So eine hübsche Frau und du... Also wirklich, Voltax? Voltax? Bitte, es ist doch wahr. Alter, hat der netten Charakter, das weißt du doch gar nicht. Das ist mein Kind und meine Frau. Lass sie in Frieden. Schau dir den Zinken doch an, Rafim. Wer könnte das so wirklich? Doch, Barbara. Ja gut, er hat schon einen Zinken, das wird sich abzustreiten, aber... Schaut sie nicht an! Hey, Chella. Jetzt beruhigt euch, guter Mann. Wir sind nicht hierher gekommen, um jemandem weh zu tun. Eine Frage... An was könnt ihr euch als erstes oder als letztes erinnern? Glaube ich, war eine kaiserliche Soldatin. Ich glaube, ich habe bei Wehrheim gekämpft, auf dem Mithraelsfeld. Was ist euer erster Eindruck? Schildert ihn. Erinnert euch. Ich bin aufgewacht und Gavin war bei mir. Und dann hatte ich Schmerzen, vor allem in meiner Brust und in meinem Bauch und alles tat weh. Dann kurz danach haben wir Vagan getroffen. Darwin. Sag die Wahrheit. Wo ja, aber mir vielleicht sollten wir das später erörtern. Sie getroffen. Zieht jetzt ein Dolch. Hättet ihr bedrohlich hin. Schlechte Idee, mein Freund. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, da mit dieser alten Gammelklinge hier irgendjemanden angreifen zu wollen. Verteidige sie mit meinem Leben. Soldat, ja. Nehmt sofort eure Waffe runter. Das ist ein Befehl. Merkst du, wie er jetzt anfängt zu zittern? Er ist wohl gerade in so einem inneren Konflikt mit sich und er will wohl den Dolch gar nicht weglegen, aber durch das Zittern lässt er ihn einfach fallen. Schaut weiterhin feindselig Abel mir und jetzt auch dich an. Niemand will euch etwas tun. Wollt mir meine Frau und mein Kind wegnehmen? Niemand möchte hier niemanden irgendetwas wegnehmen. Wir würden uns jetzt alle beruhigen und Harmonie herrschen lassen. Habt ihr das verstanden? Das gilt für jeden hier. Abelmir, Isarun, auch für euch. Und ihr, guter Mann, niemand möchte eurer Frau oder eurem Kind irgendetwas antun. Es ist doch gar nicht seine Frau und sein Kind. Ach, wie dem auch sei, das ist jetzt... Völlig egal. Ihr, Mann, beruhigt euch. Wir wollen euch nichts Böses. Wir sind nicht der Feind. Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube, dass ich... Also ich bin Soldatin, weil ich hatte einen Wappenrock an und ich komme aus Gareth. Weil ich hatte ein Wappen von Gareth dabei, aber... Habt ihr den Wappenrock noch? Also, sie schaut so ein bisschen hilfesuchend zu Gavin. Er schüttelt mit dem Kopf. Es ist völlig in Ordnung, gute Frau. Vielleicht können wir euch helfen, eure Erinnerung zurückzuerlangen. Und spätestens, wenn wir euch helfen, zu einem Boron-Tempel zu kommen, kann euch geholfen werden. Gespräche helfen ja immer. Das ist ah, richtig. Warum setzen wir uns nicht alle um dieses nette Lagerfeuer, machen einen Tee und... Voltax und Herr Vagan auf ein Wort vielleicht? Ja, gerne. Stören ja, wir die anderen nicht weiter. Es gibt ein Brummen von dem Druiden und dann geht er wohl mit euch in eine Richtung. Durch einen einfachen Handschwenk öffnet sich in dem Gebüsch eine kleine Lücke, durch das du dann gehen kannst.
Ja, ich bleib bei den anderen beiden. Also, Cella, wurde eurem Kind schon ein Geburtssegen gegeben? Nein, ich glaube nicht. Der Droide hat das nicht, hat uns zwar geholfen mit Heilung, aber noch nicht im zwölfgöttlichen Namen. Nun, dann habt ihr doch Glück, dass ich hier bin und diese Liturgie beherrsche. Ausgezeichnet, dann sprich doch mal ein Geburtssegen. Wir machen das erstmal mit den anderen, ich lese jetzt mal was man beim Ja, genau. Ja, wir machen erstmal mit Iserun weiter und ich freue mich auf den ersten Geburtssegen in meinem Leben. Iserun. Danke für diese Gelegenheit, privat sprechen zu können. Vargan, euch ist sicher bewusst, dass es Ungereimtheiten an der Geschichte der beiden gibt. Selbstverständlich. Aber ich hinterfrage desertierte Soldaten nicht, sondern ich helfe ihnen. Das ist eine gute Sache, denn wer, wenn nicht ihr, würdet ihnen helfen? Also. Sie sind gute Menschen, beide. Was wisst ihr noch über sie? Sie tauchten hier auf, kurz vor den namenlosen Tagen, und ich habe erkannt, dass sie schwanger ist. Hochschwanger. Ihr Bauch war dick und sie hatte viele schwerende Wunden. Sie war krank. War dem Tod näher als dem Leben. Wenn sich jemand auf die Heilung versteht, dann die Mutter Sumo. Das ist in der Tat richtig. Ja, das Großmütterchen Sumo hat uns schon einige Male weitergeholfen, das muss ich zugeben. Gavin behauptet, dass er sie in einem Waldrand im Norden von Werheim gefunden hat. Und mit ihr gemeinsam schleppte er sich auf dem Weg über Azien uns entgegen. Vargan, diese Soldatin ist keine gewöhnliche Frau. Das habe ich mir gedacht. Sie spüre die Energie in ihr. Und ihr seid nicht der Einzige, der sie spüren kann. Der schwarze Drache möchte sich ihres Blutes bedienen. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Wir müssen sie nach Gareth bringen. Blutmagie. Die beherrsche ich auch, aber finsterer Drache. Niemals darf sein Wille ihr Fleisch werden. Das ist richtig. Ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Darwin wollte in den nächsten paar Tagen aufbrechen. Ich halte es allerdings für besser, wenn ihr euch dem Kind und der Mutter annehmt. Darwin mag ein guter Mensch sein, aber er ist sehr einfach. Ich spüre wohl, dass sein Herz am rechten Fleck ist, aber er weiß nicht, was für Schrecken in der Welt auf ihn warten. Wir nehmen Mutter und Kind gerne mit uns, nicht wahr, Boltax? Das, denke ich, ist eine sinnvolle Herangehensweise, ja. Nichtsdestotrotz, mein Freund, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ihr einige Locken der Frau behaltet. Man weiß nie, wie es noch einmal wesentlich werden könnte, als wir sie verlieren, falls sich der Drache ihrer bemächtigt. Etwas Locken und etwas Blut. Genau. Wartet mal. Wofür verwendet ihr die? Oder könntet ihr die verwenden? Um ich kenne so etwas nur aus den finstersten Beherrschungsritualen. Nein, um sie zu orten zum Beispiel. Genau. Sie zu orten. Dabei ist mir nicht wohl. Aber ihr habt ihr geholfen. Boltax, ist das wirklich notwendig? Aaron, Blut besitze ich schon. Er besitzt es ohnehin schon. Also, es ist nie verkehrt. Nun, schwört ihr auf das Großmütterchen Sumo, dass ihr diese Ritualmaterialien niemals zu einem Zweck verwenden würdet, der ihr oder ihrer Familie oder ihren Lieben schaden würde? Sollte ich dagegen verstoßen, wird Los mich erschlagen. So sei es. Jaras, bitte den Geburtssegen. Du darfst natürlich gerne Rafim und Abelmir mit in das Ritual einbeziehen. Ja, ich hol mir Rafim und Abelmir tatsächlich herbei, bereite ganz groß eine Decke auf dem Boden auf,
aus und weise dann an, die Symbole der 12 Götter, die ich bei mir habe, schön in einem Halbkreis geordnet um mich herumzulegen. Ein Symbol der Rondra, eines der Raya, mein Amulett des Effort, ein Symbol der Zar, das ich dabei habe, und ein kleines Boronrad. Dann hole ich die junge Mutter zu mir, lass sie vor mir niederknien und nehme das Kind in meinen Arm. Stell mich damit auf und reiche das Baby gen Himmel. Herrin Raya, dieses Kind, ein Geschenk der ewig jungen Zar, siehe es. Bitte behüte es, denn es ist unschuldig und schutzlos gegen das Böse. Leite und segne es, auf dass es den Weg zu dir und deinen Geschwistern findet. Dann knie ich mich vor sie nieder, leg vorsichtig das Baby in ihren Arm und weise die anderen Anwesen an, ein stilles Gebet einzuleiten, während ich mein Rosenöl nehme und das Zeichen der Raya auf die Stirn des Babys zeichne, ihm links und rechts einen Kuss gebe. Und nun sprich den Namen des Babys, sprich ihn zu Zahn, zu Raya, auf dass sie den Namen hören. Ja, sie tut wie geheißen und ruft laut: Zar, Raya, helft mir. Helft mir und meinem Sohn. Nenne den Namen. Sag ihm den Namen. Schrei den Namen zum Himmel. Ich empfehle euch Albiron an, auf dass ihr ihn behütet. Albiron ist sein Name. Ja, ich lächle sie an, nimm von meinem Hals mein Amulett mit dem Amethysten ab und lege es dem Kind um den Hals. Und so ist es gesegnet, von den 12 geschützt, vor allem Bösen dieser Welt.